Probieren nochmal die fünfte Nacht? Wir probieren es jetzt nochmal, ja? Nee, was sollen wir auch sonst machen? Wir schaffen das doch! Was soll denn das? Wir waren ja echt schon mal recht weit. Mit 4 Uhr. Hier so ein Twitch-Chat. Ja. So. 9, 8. Machen wir 8 am Anfang. Ups. Da verklickt er sich wieder, ne? Alles im Arsch. Ja. Ist auch wie mit den Damentoiletten damals. Das ist doch bisschen, manche Sachen sind ähnlich, ne? Manche Sachen, ist doch die ja. Gleiche, ist auch nicht die gleiche. Nee, ist nicht die gleiche. Hi. Da ist er. Da ist er. Okay. Hi. Kann ich jetzt vielleicht hier locken? Mal gesehen. Oh, jetzt da ist er. Hier. Sauber. Hä, den habe ich aber nicht gelockt, habe ich ihn vertrieben in angrenzenden Raum. Da funktioniert das doch ein bisschen anders. Das würde auch mehr Sinn ergeben von der Bewegung her. Mit dem vertreibe ich ihn aus dem aktuellen Raum. Man weiß natürlich nicht genau, in welche Richtung man ihn vertreibt. Meinst du? Ja. Dass man ihn doch vertreibt und genau. Nicht und dann hier vertreibt er ihn dahin, dahin oder dahin. Man weiß es halt nicht genau. Das würde halt auch vom Spiel. Von der Spielmechanik viel mehr Sinn ergeben, weil es dann schwieriger ist. Weil mit dem Anlocken, das wäre zu einfach und das funktioniert auch nicht immer. Aber mit dem Weg, mit dem Vertreiben, mit dem Sound, wird es viel mehr Sinn ergeben. Du musst ihn finden, dann vertreiben und dann hast du halt einen Glücksfaktor, in welche Richtung du ihn vertreibst. Das musst du halt danach vollziehen. Es ist sehr nah wieder. Musik. Und dann habe ich ihn auch mit der 1 von. Jetzt halt die Schnauze! Da ist er. Da? Da, ja. Und dann vertreibe ich ihn jetzt damit und möglicherweise da von mir weg. Also ich glaube. Das würde viel mehr Sinn ergeben mit dem Vertreiben. Hättest du jetzt die ganze Zeit falsch gemacht? So ein bisschen schon, ja. Ein bisschen was. Ja! Fuck! Ich guck grad mal kurz. Die Leute waren ja schon überzeugt, dass man ihn anlockt, aber das Anlocken wäre viel zu einfach und funktioniert offensichtlich ja auch gar nicht so, wie es gedacht ist. Mit dem Vertreiben ist erst noch wirklich intuitiv, aber als ich bei Kamera 8 gedrückt habe, als er da war, war danach bei 9. Das heißt, ich habe ihn von der 8 vertrieben in einen der angrenzenden Räume. Ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen in den Twitch-Chat geguckt. Wichtiger Tipp ist von Plempline, wir sollten öfter auf das Reboot All. Was? Plempline? Reboot All heißt Reboot aber. All das dauert viel länger. Sie sagt, dass. Ja. Das ist besser als im Einzelnen. Warum? Weil. Das dauert immer länger. Warte mal, und. Bevor es ausfällt, sollten wir es drücken. Ach so, ab und zu alles rebooten sozusagen. Wenn nicht, weil dann passiert da scheinbar nicht mehr ganz so oft. Etwas. Man sieht ja, dass die Kamera immer schlechter wird. Vielleicht, dass die schon mal zwischendurch, bevor sie ganz ausfällt, rebootet wird. Das kann natürlich sein. Ja. Aber jetzt gucke ich nochmal. Also, ich glaube, das ist meine Vermutung. Ich probiere die mal ein bisschen aus, dass man ihn damit vertreibt. Mhm. Das ist ja natürlich eigentlich ganz schön cool. Und von der Spielmechanik viel logischer und interessanter auch. Weil du ihn immer aus dem Raum vertreibst und dann weißt aber nicht genau wohin. Dann musst du ganz schnell checken, wo ist er hin jetzt. Dann hätte er ja Angst vor Kindern. Na, der Angst, ich mag er die nicht. Gibt's mehrere Leute, bei denen geht's auch so. Außer Martin. Wurde es mal ganz schön lange gedauert, aber wenn ich ihn gar nicht sehe, ist ja eh scheißegal. Dann könnte man es eigentlich, wir probieren das jetzt mal. Aber es dauert halt ganz schön lang mit dem Reboot, weil daher kann man es auch nicht ständig machen, ne? Guck mal an, wie lange das dauert, du verlierst so viel Zeit und nichts. Obwohl es auch jetzt nicht so lange gedauert hat. Oh, die Kamera ist jetzt auch gerade noch voll schlecht. Das ist auch nicht so, dass die jetzt 1A funktioniert. Das wäre ja super, wenn es dann 1A geht. Und erst dann wieder Zeit. So ein bisschen flimmern anfängt, wenn es dann wieder schlechter wird. Da ist er. Und jetzt vertreibe ich ihn hier. Würde ich denken. Ist er weg? What the fuck? What the fuck ist jetzt? Ach, der ist schon wieder. Ey, komm. Fick dich weg. Der nervt jetzt eine Weile. Der nimmt uns jetzt echt sehr viel Zeit. Aber wir haben ihn, vielleicht bin ich das richtig... Alter! Ja, danke. Und tschüss. Wo ist er? Ventilation. Kriegen bald keine Luft mehr. Nicht gleich. Keine Luft, Martin. Bin dabei. Der war aber auch jetzt ätzend. Der hat ja stundenlang blockiert. Ja, weil der andere hat uns jetzt total blockiert und der hatte genug Zeit, oh, da zu uns zu spazieren. Ich finde das mit dem Vertreiben gut. Also ich glaube, das wird halt spielmechanisch viel mehr Sinn ergeben. Ja. Ich möchte ihn halt am Anfang wenigstens einmal... Ich will wissen, wo der Fucker... Da ist er.
ist er weg. Jetzt kann ja sein, dass er bei 8 ist. Genau, er ist weggegangen. Ich habe ihn vertrieben von da. Also würde ich mir so denken. Vielleicht auch du kannst es ja auch so probieren jetzt weiter. Mach's halt da. Da ist er jetzt auch nicht mehr. So weit kann er ja nicht sein. Das verstehe ich auch nicht. Wie viel kann ich hier bewegen, wie viele Räume auf einmal? Video. Hi. Das dauert. Ja, komm! Was ist er denn nur? Also bisher haben wir ja noch. Er ist nicht so wahnsinnig Ruhe, nah. Ruhe, sage ich jetzt mal, ja. Man hört ihn nicht. Schneller. Da? Da. Rumpeln. Da. Schön. Eigentlich gar nicht schlecht. Mach zu. Hab ich. Jetzt machst du es. Ja. Ist er noch da? Ist er noch da? Ist er zurück? Müsste doch hier sein jetzt. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Er müsste ja eigentlich... Das haben wir jetzt wieder ausgelöst mit dem Typen da. Warum? Stand da irgendwas nicht im Gang, als wir jetzt mit der Kamera da hingeguckt haben? Nee, ich habe hier im Ventilation... Das müssen wir Ventilation machen. Da ist er. Mach! Mach mal Audio, um ihn da möglicherweise zu vertreiben. Da hätte jetzt, glaube ich, das Ventilation das auch Nein, Menschen, alles, egal. Wenn wir schon gerade hier sind. Oh oh. Der kriegt durch den Schacht, hast du gehört? Ja. Ist aus dem Schacht wieder raus. Ich glaube, es hat zu lange gedauert ein bisschen. Weil vielleicht ist er auch bei Cam 1.1 rein und hat gemerkt, er kommt nicht weiter und ist wieder raus. Glaube ich nicht. Das ist er ist nah. Ja, genau. Ich bin jetzt gerade gar nicht. Mach hier nochmal bei 1 Audio. Dann... Ja. Also so ganz geklappt hat das jetzt mit deinem Lachen da davor auch nicht. Ich habe ihn auch nie gesehen. Wollen wir es mal probieren? Ja schon, aber er müsste ja da gewesen sein. Ich weiß überhaupt nicht, wo der ist. Ja, aber du hast es ja nochmal gemacht, falls es ihn vertreiben hätte müssen. Er war ja schon hier. Das kann ja auch nicht um 100% funktionieren, weil es wäre ja sonst zu einfach. Du kannst auf 1 ganz halt ihn vertreiben. Außer er kommt rechts durch den Schacht. Ja, aber wenn es nicht zu 100% funktioniert, dann ist es ja wieder ein Glücksspiel. Ja, aber es kann ja nicht anders sein. Weil sonst könntest du ihn ja immer vertreiben, außer er kommt durch den Schacht. Und den Schacht könntest du einfach zumachen, also. Wenn du es bemerkst. Ja, kannst du einfach ganz einen so zumachen hier und dann ganz halt da gucken. Ich weiß nicht warum, aber mich erschreckt es jetzt eigentlich nicht mehr so. Es geht so, weil mir ja auch nicht so. Ja, du zuckst schon öfters hier. Nicht zuck. Aber ich schreie nicht mehr. Das ist für mich ein Fortschritt. Die lustigen Figuren hier auf dem Schreibtisch sind. Die sind niedlich, ne? Brauche ich auch auf den Schreibtisch. Ja. Die hier. Das ist in der Nähe. Ja. Wir haben es vorhin eigentlich relativ gut geschafft, als wir immer gedacht haben, wir locken ihn an. Vielleicht ist es ja auch wirklich immer noch so. Meine Vermutung ist vielleicht falsch. Da haben wir ja ganz oft ihn versucht, zu Camp 2 zu locken. Ja. Das hat irgendwie geklappt. Er ist zumindest von unserem Büro weggegangen wieder. Es ist schon ein bisschen leiser jetzt. Ja, genau. Ich habe 2 und dann 3 gemacht, also als würde ich ihn weglocken. Ja, ja, das ist... Es ist leiser geworden. Ne? Vielleicht ist es doch mit dem Weglocken. Das ist aber auch eine komische... Also... Jetzt wäre lauter. Ich würde ja wieder vorschlagen, im Twitch-Chat, ihr könnt es ja mal reinschreiben. Da kommt der, hast gesehen? Ja. Was ihr vermutet, nachdem ihr es jetzt gesehen habt, wie wir spielen, oder vielleicht wisst ihr es auch. Das würde mich schon sehr interessieren. Der ist da vorbeigerannt, ja. Probier es nochmal dann. Hi. Der ist ziemlich nah. Ja.
Ventilator irgendwo, bla, ist auch nicht Audio drin, Error. Meine Güte. Das ist schlecht, ein Audio Error, wenn er nah ist. Könnte schon direkt dahinter sein. Ja, er ist schon da. Also ein bisschen versteht man ja schon ab und zu, aber so, nur so höchstens halb. Ach, also das ärgert es mies. Ich habe jetzt gerade wieder in den Twitch-Chat geguckt und Dodge for Life sagt, du lockst mit Audio. Ich hab's durch. Also er hat's durchgespielt, du lockst ihn an. Okay, dann gehen wir davon aus. Wir machen es jetzt nochmal so, dass wir gucken, dass wir ihn damit weglocken von uns. Ja. Hier der Chef, der kennt sich aus. Hat auch besser geklappt als Danke nochmal fürs Versuche. Kommentieren. Auch besser geklappt als meine Versuche. So, ich locke ihn jetzt einfach mal direkt zu 10. Und probieren ich mach mal, das noch mal hier einfach direkt aber zu. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass er nicht immer beim selben Startpunkt da oben beginnt, sondern dass er immer pro Lauf, was wir machen, woanders beginnt. Aber wo denn? Ja, wir sehen es halt. Ist der Sound schon da? Nein, das ist eingebildet. Das ist was anderes. Ja, wenn ich mal woanders sehen würde, überhaupt mal zum Start. Ah ja, dann gleich. Gleich wieder mehrere. ist ja nicht so. Gut. Hello. Machen wir mal ab und zu so Sounds, sind wir vielleicht. Ist kann man ihn vielleicht auch ein bisschen, ja, verwirren oder so. Audio Error haben wir leider wieder. Da draußen ist Freddy. Er ist so mittel, ne? Also schon nicht direkt vor der Tür, aber er ist schon. Er ist im Schacht. Der gefährlichste Schacht ist der. Da! Okay. Gut. Das heißt, er ist hier, dann locke ich ihn hier mal hier hin. Ja. Zu 7. Also er kommt jetzt hier raus, locke ich ihn zu 7 da raus. Sag mal, und dann Video zu 8. Error? Ja, ich locke ihn trotzdem als nächstes noch zu 8, dann repariere ich die Kamera. Hello? So, wenn es alles richtig lief, dann habe ich jetzt ganz schön weit zurückgelockt. Mhm. Er ist, hast du den Gang gehört? Er ist, glaube ich, gerade aus dem Gang raus. Er müsste jetzt raus sein. Was ist das noch nicht mal 2, ey, scheiße. Wir haben ihn noch weit von uns weg. Naja, das müssen wir jetzt, naja, doch, das müssen wir jetzt schon mal honorieren. Der ist jetzt noch nicht. Okay, das könnt ihr auch. Da ist er. Dann locke ich hier zu 9. Ja. Ventilation. Mach mal dann alles, was. Das ist auch so nicht ganz nachvollziehbar, ob das repariert. Also verhindert ein häufiges Reboot All, dass das nicht so schnell kaputt geht. Wirkt aber auch nicht so bisher in dem Spiel. Mir kommt immer vor, nachdem du etwas zweimal benutzt hast, beim Audio zum Beispiel, dann ist das Audio kaputt. Jetzt hatten wir es einmal. Wahrscheinlich erhöht sich nur die Wahrscheinlichkeit. Ich glaube nicht, dass es genauso abzählbar ist. Da haben wir es jetzt schon wieder ausgelöst. Da ist diese Figur gestanden. Hast du es nicht gesehen? Nee. Doch, da steht im Gang immer so eine Figur, so ein Männchen irgendwie da. Und immer wenn dieses Männchen da steht, wenn du da reinguckst, dann kommt dieser Typ hier. Muss ich schnell umschalten, die Kamera? Oder was ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Ich glaube, bei dem Phantom hast du immer die Möglichkeit, was dagegen zu machen. Da steht das immer dann drin, dieses Männchen. Ich glaube, du hast schon die Möglichkeit, dann noch drauf zu, dass dieses Phantom, das es erscheint, dass du noch schnell wohin klickst. Hast du das noch nie gesehen? Ja, doch, wie so ein Strichmännchen steht da immer so irgendwie. Ich bin immer kurz unsicher. Und bin da nicht ganz sicher, ob ich das wirklich gesehen habe. Dann ist aber schon zu spät, weil dann ist er ist in der Nähe. Nicht ganz. Rumpel, rumpel, rumpel. Ist er schon wieder rausgerumpelt? Ja, er ist in der Nähe. Ich will diesen scheiß Nacht schaffen. Schimpft schon mit. Gar nichts. Das also geht. Wir schaffen das. Beim ersten hatte ich ein relativ gutes Gefühl, auch wenn es frustrierend war, auch da, hatte ich ein gutes Gefühl, woran es liegt, dass wir es nicht schaffen. Wir waren dann in manchen Sachen zu langsam, wir hatten nicht genug Energie, wir haben das halt falsch gemanagt, sozusagen. Aber hier, das wirkt so, also, ich sag immer das Gleiche. Ich hab da irgendwie anscheinend nicht viel mehr zu sagen, aber es ist halt so, dass es alles sich zufällig anfühlt. Das, was ich eigentlich als einziges sehr schade finde, ist, dass man ihn auf den Kameras so schwer findet. Mhm.
Oder dass er auch gar nicht irgendwie verfügbar ist auf den Kameras. Das ist doch kein Bewegungsmuster von ihm. Du siehst nicht so, okay. Das stört mich also gar nicht wenig, so, dass ich das nicht merke, wie er geht, weil ich möchte ja die Herausforderung haben, dass ich das nie einschätzen kann, wo er ist. Ja. Aber ich möchte schon, wenn wir die ganzen Kameras durchgehen, dass wir ihn irgendwo mal sehen. Also, dass man die Möglichkeit hat, nicht, wir klicken da oftmals durch und du siehst halt leider auf keiner einzigen Kamera, wo er sein soll. Genau, das ist eigentlich das Einzige, das ist ja voll unlogisch. Ein bisschen stört. Ja, was ja auch unlogisch ist, wo soll er denn sein? Weil irgendwo muss er ja sein. Ja. Ja, genau, jetzt geht halt schon gar nichts mehr. Das ist eigentlich so sein. Sonst finde ich das eigentlich ganz super, dass wir keine Ahnung haben, wo startet der, wo befindet sich der jetzt gerade. Das ist super, findest du. Nee, finde ich schon. Das ist halt die Herausforderung von dem Spiel, ne? Oh. Er ist im Rumpel. Da genau. Ist er. 14. Da ist er. Das ist ja ganz am Anfang. Jetzt muss er ja zurück. Dann ist er hier. Ja. Das ist ja super. Kannst ja wieder dein Audio spielen. Ja, wo ich spiele gar nicht. Der ist noch im Gang. Er muss zurück. Was soll das da machen? Ich reboote mal eben so lang alles. Hier ist er, ja, das jetzt geht auch. Jetzt ist er raus. Jetzt, ja, jetzt bei Kamera 10. Er muss ja dann... Genau. Muss er Kamera 10 sein. Jetzt aber Kamera 10. Und jetzt weiß man nicht... Hörst du? Das kann aber auch ein Phantom sein. Dass das nicht immer nur er ist, sondern dass das auch... natürlich ist er Freddy hier. Freddy löst das aus. Rumpel. Hier ist er nicht. Okay. Hä, irgendwo. Wo ist er denn? Vielleicht ist er rausgerumpelt. Da ist er. Dann rolle ich ihn wieder zu 10. Ja. Wenn wir ihn jetzt da hinten haben, ist es eigentlich ziemlich geil. Das wäre jetzt super, wenn er auch da hinten bleibt. Ja. Oh, bin ganz verspannt. Au. Ja. Das ist da ganz schön. Verkramt. Ganz schön angespannt. Hast du gehört? Es hat gerumpelt, oder? Rumpelt. Ja, er ist wieder drin. Sauber, das ist super. Wenn er jetzt ganz nein, er ist da schon wieder weiter jetzt, oder? Ist er wieder raus? Wir haben nicht so schnell zugehabt, wie er da drin war. War es nicht sogar noch Video zu? Error, ich hab's gar nicht aufgemacht, das muss immer noch zu gewesen sein. Da kann er gar nicht durch. Weil er war in dem Gang, aber... Dann ist er wieder hinten raus. Dann ist er wieder da rein. Dann kann ich jetzt ist aber wieder irgendwas in der Nähe. Ja, das ist aber auch... Das ist der Freddy. Dann ist das gar nicht er, der aber... Der schreckt uns jetzt. Ja, egal. Ventilation braucht man. Ja, dann mach ich sofort. Ich lock ihn noch einmal dahin. Hast du ja gerumpelt, hast du gehört? Ja. Das Geile wäre, wenn er immer in den falschen Gang reinrumpeln würde, weil er denkt, er kommt durch und checkt erst dann, dass er gar nicht durch kann. Das super. ich glaube, so blöd ist er nicht. Das wäre aber super. Ja. Aber es rumpelt er wieder. Jetzt können wir so lange nicht gucken. Es ist 3 Uhr, aber. Ich mach mal hier. Hi. Ja, guck mal kurz. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Jetzt wird es ziemlich laut. Ich mach mal hier. Hello. Ist hier gerumpelt. Rumpel. Ich probiere es trotzdem mal. Ich kann. Irgendwas ist aber auch. Wo komm? Wir haben hier. Ah. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir wieder 4 Uhr geschafft, ne? Aua! So doll war es, ne? Hä? Muss man hier, glaube ich, kurz raus, weil es bei mir nie wieder nicht geht mehr. Hi! Das war so super, dass er ständig in den Dass er hier drin gesteckt hat, oft. Ja, das stimmt. Das war echt gut. Und dann... Haben wir ihn plötzlich überhaupt nicht mehr gesehen. Und dann war hier. Der muss ja voll den langen Weg gegangen sein. Hier lang. Ich check's nicht, wie. Hi. Ganz kurz, aber irgendwo in den Gang hockt. Audio- und Video-Error. Na toll. Gibt's irgendwelche Tipps im Twitch-Chat? Ich habe ihn gerade neu starten müssen. Denn ich hab's leider nicht, er hat's mir nichts mehr angezeigt dann. Das spinnt manchmal. Und gibt's noch was supere Tipps? Also, wir haben schon mal jemanden sehr positiven hier im Chat, der sagt, wir schaffen's nie. Na dann. Wir hoffen, dass wir es trotzdem schaffen. Hallo. Wir waren jetzt bis 4 Uhr schon, fast 5. Hä? Da war ich, oder? Da war's nicht. Was? Guck doch mal hier. Da! Ein bisschen an. Audio Error. Er macht Scheiße. Da
war alles neu. Was war denn das jetzt für ein Viech? War auch nicht. Das war, ich dachte erst, das wäre eher mal. Hello. Hat gerumpelt? Ja. Da ist er. Boah, da ist er aber jetzt schon recht nah, ne? Das heißt, er ist genau hier. Hast du es denn? Du hast es nicht. Da steht das Ceiling da. Du hast es nicht gedrückt. Nein, Martin, hast du nicht. Anscheinend nicht. No. Ich hab's. Ich hab's. Man hat es bestimmt auf der Audiospur gehört, wie ich doppelt geklickt habe. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, es müsste ja schon die längste Zeit da stehen, Ceiling. Ja, ich weiß. Hat es nicht. Hello? Hi. Das kann alles nicht wahr sein. Diese blöde. Mhm. Ist schon wieder laut. Ziemlich doof. Immerhin hört man dieses Rumpeln. Das ist auch schon mal was. Mhm. Wir haben Video Error. Hello. Man hört immer dieses Rum. Dieses Rumpeln. Wenn sie im Schacht sind. Das ist so eine Mechanik, die man ganz gut eigentlich schon. Die ist wichtig und die ist auch gut, dass wir die ganz haben. Gut bekommen. Vielleicht mach ich einfach einen Schacht schon mal zu. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Das ist Freddy. Ich mach den hier einfach mal zu. Das ist mittellaut gerade, ne? Ich glaube, das ist auch nur wegen Freddy, Slicer. Weil Freddy vorbeigegangen ist. Ja, kann ich auch sein. Das gefällt mir jetzt nicht. Da ist er. Okay, dann locke ich ihn wieder hier hin zurück. Hello. Und dann ist hier die Tüte, der Schacht, dass du mir da nicht da so durch kann. Er ist weg. Dann locke ich ihn nochmal einen weiter jetzt in die Fünfer, wenn es geht. Ja. Vom Zweier in die Fünfer. Jetzt vielleicht noch im 5er, jetzt könnte er theoretisch zurück in den 2er kommen. Mhm. Oder den anderen Gang lang gehen. Schneller. Ich möchte es schaffen, echt jetzt. Ich mag nicht mehr. Du magst nicht mehr. Hi. Ja, der ist jetzt. Da ist er. Der M1. Hallo. Jetzt hat irgendwas im Gang rumpelt. Hast du gehört? Ja. Ich hätte, im Schacht hätte ich jetzt gesagt. Mancher. Rumpeln ist ja immer im Schacht. Mancher. Mhm. Ich gang ja in diesem Schacht. Mhm. Lüftungsschacht, klar. Das heißt 2 Uhr, ne? Sieht nicht so rosig aus bei überhaupt uns gerade. Hello. Sehr nah. Rumpel, rumpel. Ist aber ausgestiegen. Der könnte jetzt dann hier schon sein, dann müssen wir ihn hier entlocken. Hello? Ach, Freddy. Hi. Das ist 3 Uhr. Die Hälfte haben wir geschafft. Nee, das ist nicht. Es ist gerade schwierig, das so einzuschätzen, wo er ist. Total. Was er macht. Ich habe ihn seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, also gar nicht mehr. Nicht. Zuletzt halt vor Spiel, unserem Fenster. Das war im einen Spiel, in der einen Runde. Da erschreckt uns bald wieder. Sag ich doch. Das war in der einen Runde echt gut, wo wir ihn häufiger in dem Schacht gesehen haben, ne? Da konnten wir halt wenigstens sehen, wo er ist und ungefähr mit ihm. Das ein bisschen einschätzen, ja, was man als nächstes macht und. Warum? Oh nö. Aber.